Sie Vorarlberger Unternehmen ansprechen und auch die Arbeitslosenquote, die ist ja im Oktober so stark gesunken. Also wir sind auf Vorkrisenniveau sozusagen wieder in Vorarlberg bei 5,5%. Trotzdem ächzen viele Unternehmen oder leiden unter dem Fachkräftemangel. Bekommen wir zu wenig Menschen, die jetzt noch arbeitslos sind, zurück in den Arbeitsmarkt oder müssen wir andere Wege gehen? Ja, es ist, wir können froh sein, glaube ich, wenn wir uns erinnern an die anderen Zahlen, dass wir jetzt mit diesem Problem konfrontiert sind, dass wir mehr Leute suchen und mehr Arbeitsplätze frei haben, als wir Leute finden können. Das ist mal eine gute Nachricht für Österreich. Was wir jetzt zu tun haben, ist in der Ausbildung vor allem zu schauen. Ich bin stolz, dass Vorarlberg und ganz Österreich Vorreiter ist in der dualen Ausbildung. Wir kritisieren das manchmal und schauen immer so drauf, aber im Ausland beneidet man uns um die Lehre und im Ländle ist jeder zweite junge Mensch, der geht in eine Lehre. Was wir jetzt schaffen müssen, ist, dass dieses Instrument auch viel stärker für Erwachsene zur Verfügung steht, für jene, die eine Matura in einer AHS gemacht haben. Und darum habe ich die duale Akademie, die rollen wir jetzt aus in ganz Österreich. Das ist Lehre nach der Matura. Ich weiß schon, dass das jetzt schon gibt. Aber die duale Akademie bedeutet auch eigene Berufsschulklasse für Erwachsene. Das Vorzeigeland war der Bundesland war Oberösterreich. Die waren der Pilot. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich kann heute nur jeder jungen Frau vor allem empfehlen, nach einer AHS-Matura zum Beispiel eine Lehre im Bereich Digitalisierung, Coding zum Beispiel zu machen oder im Umweltschutz, im Bereich Klimatechnologie oder Klimamanagement und sehr früh in die Firmen zu gehen. Und ich garantiere, dass die Firmen einen auch begleiten beim Studium und sogar einen Teil davon bezahlen. Würde ich heute entscheiden, wäre das mein erster Weg, weil das der richtige Weg ist, um auch langfristig zu verdienen, unabhängig zu sein und auch selbstständig sein zu können und erfolgreich zu sein. Mhm.